Und oh mein Gott, ich sehe schon den nächsten Knaller in der Box. Hi Leute, ich bin's wieder, eure Anni, und ich habe heute die neueste Pinkbox für euch aus dem Oktober. Die ist tatsächlich eben gerade schon bei mir angekommen und ich habe die jetzt auch schon einmal ausgepackt. Und ich würde sagen, wir quatschen gar nicht so lange und legen direkt los. Ganz viel Spaß bei dem Video. Einmal ganz kurz zur Info, falls ihr neu seid und die Videos noch nicht kennt. Ich erzähle ganz kurz, was die Pinkbox ist, packe euch aber Zeitstempel hier unten rein. Falls ihr das schon wisst und keine Lust auf mein Gelaber habt, könnt ihr das damit einmal skippen. Also ganz kurz nur, falls ihr die Pinkbox nicht kennt, was ist das überhaupt? Das ist eine Beautybox, die erscheint monatlich. Da sind immer 5 Beautyprodukte und ein Goodie mit drin. Kostet 15,95 € im absolut monatlich kündbaren, flexiblen Abo. Das heißt halt, ihr habt keine Kündigungsfrist und könnt jeden Monat einfach kündigen. Ich habe ein Jahresabo abgeschlossen, zahle also 13,45 € monatlich für die Box. Der Preis variiert halt je nachdem, welches Abo-Modell ihr abschließt. Und jetzt gucken wir aber direkt rein. Einmal haben wir hier das Heftchen dabei gehabt. Das ist kein Heftchen, wo die Produkte drin stehen, sondern so ein Rabattcode-Heftchen. Das ist neuerdings immer mit drin. Wenn ihr mich fragt, braucht es kein Mensch? Ein Heftchen haben wir nicht mehr, da müssen wir einen QR-Code scannen, weil sie Papier sparen wollten. Ich habe das jetzt hier gerade einmal aufgemacht. Oh. Oh. Hier ist ein Pink-Ticket drin. Da steht, hey Sweetheart, wir sind unglaublich stolz darauf, dich schon so lange als Jahresabonnentin in unserer Pinkbox-Community zu haben. Genau das wollen wir heute mit dir feiern. Zusätzlich zu deiner neuen Pinkbox Relax Refresh Repeat erhältst du deshalb ein Geschenk von Rituals. Lass dich von Kopf bis Fuß verwöhnen, denn das hast du dir mehr als verdient. Wir wünschen dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren und hoffen, dich noch lange Zeit mit deiner Pinkbox überraschen zu dürfen. Und da ist ein Duschschaum von Rituals abgebildet. Ich schätze mal, der wird jetzt hier mit drin sein. Wie cool ist das denn? Da weiß ich jetzt natürlich nicht, ob das jeder hat oder eben wirklich nur Jahresabonnenten. Aber das finde ich ja unfassbar cool. Ja, tatsächlich. Der liegt hier an der Seite einmal mit drin. Sogar eine Full-Size ist das. Form Fiesta von Rituals. Ritual of Holy. Den habe ich tatsächlich witzigerweise gerade in der Dusche stehen. Allerdings in einer kleinen Variante. Ich liebe den Geruch. Wie cool ist das denn? Freue ich mich mega drüber. Okay, das war anscheinend ein extra Geschenk obendrauf. Jetzt gucken wir aber einmal in die reguläre Box, was auch alle haben sollten. Das Thema haben wir ja gerade schon angeschnitten. Das ist Relax, Refresh, Repeat. Da ist hier wieder ein Zettelchen mit drin, wo man den QR-Code scannen kann. Und das mache ich auch gleich. Und oh mein Gott, ich sehe schon den nächsten Knaller in der Box. Vielleicht zeige ich euch erstmal den ersten Blick, den ich eben auch gerade hatte. Und ich sehe, wie gesagt, gerade schon einen absoluten Knaller. Und ich würde sagen, mein Knallerprodukt ziehen wir gleich als erstes einmal raus. Das ist eine Haarmaske von Mermaid & Me. Und zwar die Wild Hibiscus Clay Mask habe ich jetzt hier drin. Clean Scalp and Shiny Hair. Ich habe davon mal eine ausprobiert, die mochte ich nicht so gerne. Ich hatte aber eine gelbe, da war der Geruch einfach nicht so meins. Man kann hier verschiedene drin haben. Sandalwood Soul Hair Mask, eine Vanilla Love Hair Mask oder eben diese Wild Hibiscus Clay Mask. Die sind richtig teuer. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Finde ich richtig, richtig cool. Sehr, sehr schön, das erste Produkt. Das ist voller Überraschungen hier heute. Wahnsinn. Gucken wir mal weiter. Ich hatte schon ein Produkt im Spoiler gesehen diesen Monat. Und zwar ist das von No Cosmetics, eine Body Lotion. Das ist jetzt hier die Pink Hypersense Body Lotion mit Panthenol, Indirubin, bla bla bla, was auch immer. Beruhigt die Haut und verbessert die Hautfeuchtigkeit, stärkt die Hautbarriere. Ist so eine riesengroße Packung, auch eine Full Size 200 ml. Ist 100% vegan und parfümfrei. Auch sehr cool. Ich habe tatsächlich im Moment relativ viel Body Lotion da. Mal gucken, ob ich die deshalb weitergeben werde oder behalte. Aber auch schön. Noch ein Pflegeprodukt haben wir hier drin. Und zwar ist das von Chabens, der Relaxing Skin Booster Harmonisierendes Serum. Neutralisiert Rötungen und wirkt besänftigend mit Zink und Allantoin. Und das finde ich tatsächlich richtig cool, dass ich den hier drin habe, eben weil der Rötungen neutralisieren soll. Und ich habe halt hier gerade an den Wangen sehr, sehr starke Rötungen, die ich einfach nicht richtig abgedeckt kriege. Dadurch sieht der Bronzer und sowas immer fleckig aus. Deswegen ist das tatsächlich ein richtig cooles Produkt.
hat auch jeder in seiner Box drin, die Variante. Da gibt es, glaube ich, noch andere. Aber wir haben hier alle die grüne Variante einmal drin. Freue ich mich drüber. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Ist auch ein richtig schönes Produkt. Und dann haben wir hier noch drei Produkte drin, wenn ich das richtig sehe. Machen wir erstmal mit dem hier weiter. Das ist von Alterra Naturkosmetik ein Lippenbalsam Bio-Minze mit pflegender Shea-Butter und Bio-Pfefferminzöl für geschmeidige Lippen. Den werde ich auf jeden Fall zulassen. Der ist hier auch noch versiegelt. Den werde ich wahrscheinlich weitergeben. Ich bin nicht der Typ für Lippenbalsam in Stickform. Ich benutze immer von Bepanthen dieses Nasen- und Augenbalsam für die Lippen. Ist ein absolutes Wundermittel für die Lippen übrigens. Wie der hier jetzt ist, weiß ich nicht. Ist aber ganz cool, dass er mit dabei ist. Wird ein bisschen prickeln, denke ich. Ist halt mit Minze, ne? Ja. Ist aber eigentlich auch ein ganz cooles Produkt. Okay, wir haben sehr viel Pflege hier drin im Moment. Zwei Produkte haben wir noch. Einmal süße Mandel, Amandusch, irgendwas. Feine Seifen aus Frankreich haben wir hier. Das ist eine Karité-Seife, Amandusch oder so. Ein wahrer Alleskönner. Die Seife mit Karité-Butter von Savon du Midi. Sie befreit nicht nur deine Hände von Schmutz, sondern kann am ganzen Körper angewendet werden. Du hast derzeit keine Verwendung für Seife, kein Problem, denn für das perfekte Dufterlebnis kannst du sie auch zwischen deine Klamotten oder Bettwäsche legen. Das ist ja auch ein cooler Tipp. Ich wollte gerade sagen, ich benutze eigentlich keine Duschseife als Stück und ein Seifenstück an sich. Für die Hände habe ich gerade erst ein neues. Die riecht aber echt ganz gut. Süße Mandel, ja. Nach Mandel riecht es nicht, finde ich. Es riecht einfach nach Seife. Finde ich aber auch schön. Auch ein schönes Produkt. Cool, dass es mit dabei ist. Und ein Produkt haben wir noch, dann ist die Box leer. Und zwar habe ich hier von Alverde ein transparentes Augenbrauen- und Wimperngel. Formt, fixiert und pflegt die Augenbrauen und Wimpern mit Jojobaöl aus kontrolliert biologischem Anbau. Nicht unter einer anderen Mascara verwenden. Augen- und Kontaktlinsenverträglichkeit, augenärztlich bestätigt, vegan. Okay, also das ist ein durchsichtiges Wimpern- und Augenbrauen-Gel. Vor allem, was soll ich denn mit einem Wimpern-Gel? Das ist mit pflegendem Jojobaöl angereichert und bringt dank des integrierten Brauenbürstchens die Augenbrauen in eine perfekte Form. Ja, okay, also für die Wimpern werde ich es auf jeden Fall nicht benutzen und Augenbrauengel benutze ich getöntes. Das heißt, das werde ich wahrscheinlich auch weitergeben. Es gäbe ansonsten alternativ noch eine Augenbrauenpomade, eine helle oder eine dunklere. Ich habe jetzt hier das Gel, finde ich eigentlich ganz cool. Ich benutze eher Gel als Pomade, also trifft das tatsächlich eher meinen Geschmack. Aber werde ich wahrscheinlich auch einmal weitergeben, schätze ich. Ist aber auch ein schönes Produkt, finde ich. Okay, und wie immer machen wir noch eine kleine Zusammenfassung der Produkte, damit wir alles auf einen Blick einmal sehen, was wir hier drin haben. Wir hatten als erstes eben von Alverde das Augenbrauengel, ansonsten von Alterra den Lippenpflegestift, von Mermaid & Me einmal die Haarmaske habe ich drin gehabt, dann die Body Lotion von No Cosmetics, einmal von Shabens diesen Relaxing Skin Booster, das Serum. Und als Goodie hatten wir dieses Mal einmal die Seife mit drin. Ja, ich finde, das ist eine schöne Box. Also, letzten Monat hat mir tatsächlich besser gefallen. Das war letzten Monat halt der absolute Knaller, die Box, ne? Aber ich finde, die Box ist richtig, richtig schön. Das sind halt Pflegeprodukte, ne? Bis auf das Augenbrauengel. Aber man hat was fürs Gesicht, für den Körper, für die Haare, für die Hände. Also es ist tatsächlich einmal alles dabei. Und das passt auch super zu diesem Thema, ne? Relax, refresh, repeat. Also ich finde, das ist eine gelungene Box, vor allem für 15 Euro hat man den Wert allein schon mit der Haarmaske wieder raus, ne? Den Gesamtwert der Produkte blende ich euch hier an der Seite oder hier unten irgendwo einmal ein, dass ihr das auch mal sehen könnt. Und ja, ich meine, ich bin allein schon begeistert, weil ich den Duschschaum von Rituals noch mit da drin hatte. Sehr schön, sehr, sehr schöne Box. Und damit würde ich das Video auch schon beenden an der Stelle. Ich hoffe, es war informativ für euch, hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Bedanke mich wie immer noch bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin, macht's gut!